Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 6. Im letzten Part haben wir die Befriedigung von Chengdu gemacht. Ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Ich denke mal, die Schlacht von Yiling. Ne, bei Ding Jun. Wer es lesen will, bitte wieder auf Pause drücken. The people have for my lord, the legend of King Liu Bang and Hang Zhang, who ascended the throne. When these are combined as one, we'll soon see the results in Han Zhang, where the people and all their hopes will then turn to the land of Shu. I am worried. In what way? Aren't you pushing things too quickly? I mean, our attack on Master Liu Zhang, and now this attempt to link me in the minds of the people with Liu Bang. Those who do not know you are starting to say that when it comes to the Han, you are the traitor. And I can't bear knowing I'm the cause of that. I have nothing to prove to others. It is enough for me that my lord honors me with his total trust. In a world full of chaos, it cannot be an easy path. Let me bear the brunt of the world's disfavor, and not you. It is you who must be loved by the people. Ja, mit jeder Strategie, die man sich ausdenkt, macht man sich vermutlich auch Feinde. Das sollte man immer mal in Gewissenheit reden. Okay. Cao Cao ist, glaube ich, auf dem Berg Dingjun, wenn ich mich nicht irre. Okay, dann gehen wir dort als letztes hin. Und nehmen erstmal den anderen Berg ein. So. Wir müssen den Enemy von Mount Sha-Ki und claim it ourselves. Von da können wir. Wang Ping, du willst dich als erstes mit mir duellieren. So, Nummer 1 ist gefallen. Da kommt schon der nächste. Und die Basen unten werden wir uns später kümmern. Ich glaube, Ma Chao ist, glaube ich, da. Soll der sich erstmal drum kümmern, die Feinde dort abzuwehren. Ah, Mann, ey, diese Kavallerie, die stört einen. Die schiebt einen immer weg. Ich bin hier derjenige, der kämpfen muss. Och, ey, vor allem nämlich die 360 war, glaube ich, noch nicht so großartig in der Lage, so viele Feinde auf einmal hinzu. Also die ploppen ja auf, wie man sehen kann, immer und immer mal wieder mal off. Das war auch schon bei PS2 so, wenn halt viele Feinde aufeinander hockten. Dass man dann eine ganze Weile eben halt keine Feinde gesehen hat, obwohl da eigentlich noch welche Feinde waren. Das ist halt das, diese, ich nenne es mal Kinderkrankheit, die betrifft zum Beispiel auch Dynasty Warrior 9. Ja, irgendwann hat man sich ja dran gewöhnt, ne? Aber es ist trotzdem nicht sehr schön, wenn man halt immer warten muss, bis irgendwie die Konsole halt die Feinde gerendert hat, irgendwie, also keine Ahnung. Wie man das am besten auch erklären mag. Ich bin ja kein Experte da drinne. Aber jedenfalls, die Konsolen an sich, was die Kuai-Leute, Dynasty Warrior, Samurai Warrior und etc. Immer machen, es läuft halt, wie gesagt, nicht optimal. Und die Katze im Hintergrund, ey. Berg Kai-Ki. Ich kann. Manche Dinger sind halt sehr wirklich schwer auszusprechen. Vor allem, wenn wir drüber nachdenken, haben wir eben halt wenige Wörter mit Q oder Y und so, ne? Während andere Kulturen da wesentlich mehr Wörter in Gebrauch haben.
Auch wenn es nur, ja, Namen sind. Jetzt so für Personen oder so, ne? So. Okay, da geht's ordentlich zur Sache. Wir gehen erstmal in die Mitte. Entledigen uns dort die Offiziere und dann kümmern uns um die anderen Offiziere da, die auf einen Haufen sind. Ja, es wird ordentlich ein EP geben. Leitong ist das. Ich dachte mal, Chao wäre das. So, das ist eingenommen. Ach nee, das war ja schon eingenommen. Ich düssel. Es war ja nur zur Verteidigung. Zhao Yuan, ne? Welche? Ja. Du musst als nächstes weg. Ach man, ey, die Kavallerie, die regt mich auf, ey. Alter, warum schleudern? Können die mich wegschleudern, ey? Guck mir auf den Sack, ey. So, hier. Feuer. So. Alter. Spüre meine Blitze. Die Axt des Kriegsgottes wäre mal optimal und nicht irgendwie hier, dass ich schneller von A nach B komme. Aber er ist ja Gott sei Dank gleich besiegt. Tanz im Winde. Okay. Da oben geht die Verteidigung ganz gut ran. Wir kümmern uns erst noch um diese Außenposten hier. Oder Basen, wie ich es auch nenne. Mein Gott, ey. Außenposten, Basen. Das ist ein und dasselbe. Okay, Großangriff haben sie gestartet. Immer her mit den Level-Ups. Kann man nie genug haben. Ich weiß ja nicht, worauf ihr achtet halt in solchen Rollenspielelementen, wenn ihr überhaupt Rollenspiele spielt. Also bei mir ist es immer so, ich gucke da immer sehr stark drauf, wie jetzt das mit den Skillbaum so ist. Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Risen, das ich ja momentan privat spiele. Das hat ja nicht wirklich ein, ich würde nicht mal sagen, ja, wie nenne ich es am besten? Man hat zwar schon so einen Skillbaum mehr oder weniger, den man skillen kann, ne? Aber im Endeffekt steht alles frei, wie man das eben halt machen möchte. Aber bei Risen, beziehungsweise bei den Godwing-Machern ist das sowieso ein bisschen speziell, was ich da immer auch sehr schwierig angepriesen habe. Aber mittlerweile habe ich es ganz gut raus, finde ich. Und bin wirklich an überlegen, ob ich das demnächst mal als LP anfange. Mal wieder. Ich hatte das ja schon mal angefangen. Habe es aber gelöscht, weil ich einfach auch mit dieser Quali noch nicht so, ja, zufrieden war, mehr oder weniger. Oder weil ich es halt nicht weiterführen konnte oder nicht wollte. Weil ich mich da auch irgendwie festgefahren habe mit manchen Projekten. Es war zum Beispiel auch zu der Zeit, hatte ich auch nochmal Civilization Revolution schon mal angefangen und habe da groß angepriesen, ja, ich werde jede Fraktion oder jede Zivilisation spielen, was total übertrieben ist, ne? Also,
eine Fraktion reicht vollkommen, um das Spiel ein bisschen vorzustellen, weil es der Unterschied ist einfach nur, weil einige Zivilisationen eben halt Vor- und Nachteile haben oder andere Technologien als Staat haben als andere und so weiter und so fort. Ne? Und ja, dann hatte ich ja, glaube ich, war das in der Zeit, wo ich in der Prüfung war, in meiner Lehre, wo ich dann auch ein halbes Jahr irgendwie Pause gemacht habe, ohne Ankündigung oder so. Und dann habe ich ja weitergemacht mit Dynasty Warrior 6, was sich dann auch irgendwie festgefahren hat. Und wo ich dann PS2-Spiele aufnehmen konnte, wo ich dann extrem viel Bock bekommen habe. Ne? Und ja, ich sag's ja immer wieder, also die PS2 ist meine absolute Lieblingskonsole, weil ich damit einfach auch sehr viel Zeit verbracht habe. Also nach der PS2 würde vermutlich PS1 kommen und dann die Xbox 360 oder PS3 oder so, wie man es halt nennen will, weil es sind ja ein und dieselben Konsolen indirekt, ne? Nur halt verschiedene Spiele habe ich eben halt auf die jeweiligen Konsolen. Ne? Aber die Konsolengeneration ist ja eben halt dieselbe. So. Haben wir die Schlacht auch schon fast wieder geschafft. Oh Mann, ey. Es geht auch, wie gesagt, sehr schnell. Wenn ich da jetzt wieder auf normale spiele, hätten wir dann wieder 20 Minuten oder so. Es wäre zwar gut für die Videolänge, aber ich weiß nicht. Gerade weil man immer wieder dasselbe sieht, kann man es ruhig auch auf leicht spielen, weil ich will ja euch erstmal nur die Story oder beziehungsweise das alles drumherum zeigen. Ja, ich weiß, ich habe das schon öfters erwähnt, weil ich aber auch nichts anderes zu erzählen habe, aber es gibt ja den einen oder anderen neuen auf dem Kanal, weil in letzter Zeit auch sehr viele sich wieder hier, ja, mich abonniert haben, sage ich so offen, wie es ist. Wo ich das dann halt immer wieder nochmal sage, bevor dann irgendwie in die Kommentare kommt, warum spielst du es halt auf leicht oder wieso machst du das so und so, ne? Im Endeffekt ist es immer erstmal, um das Spiel zu zeigen, weil es halt vermutlich nicht so viele kennen oder wie auch Dynasty Warrior eben halt der Fall ist. Es ist halt ein sehr spezielles Spiel. Und wie bei auch vielen anderen Spielen muss man sich eben halt drauf einlassen. Wenn ich da zum Beispiel meine Arbeitskollegen denke, die sind da, die müssen einfach nur zocken, ne? Also die spielen zum Beispiel auch nicht so gerne sowas wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls oder sowas in der Richtung. Also so storygeladene Spiele, wo man halt auch sehr viele Cutscenes hat. Das ist halt nicht den ihr Fall, ne? Was natürlich auch nicht verwerflich ist, ne? Aber bei den meisten Spielen muss man sich eben halt drauf einlassen. Und gerade bei Rollenspielen ist das extrem der Fall, dass man sich halt drauf einlassen sollte. Aber wenn man halt kein Interesse an Rollenspielen hat, dann ist es ja auch okay, ne? Weil ich meine, Videospielgeschmäcker sind ja halt verschieden und daran müsste man auch sich festhalten, mehr oder weniger. So, Hanjong gehört uns. Der Trittstein praktisch in Richtung Yi gehört nun den Shu. Okay, wie viel? Zwei Stück. Erhöhen erstmal unser Angriff und unsere Verteidigung. Zwar mehr Kraft, aber haben weniger Buffs. Okay, Leute, dann bedanke ich mich beim Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also haut rein und ciao.